Brixen in Südtirol. Die Kleinstadt liegt direkt an der Brenner Autobahn. Viele Autofahrer wollen sich die Maut sparen und nutzen die Bundesstraßen entlang des Brenners. Egon Bernabé und Andreas Meyer führen daher Kontrollen durch. Wir führen jetzt eine Geschwindigkeitskontrolle durch, indem wir mit dem Lasergerät die Fahrzeuge anvisieren und eigentlich live die Geschwindigkeit messen. Weil genau an dem Zebrastreifen ist letztes Jahr ein schwerer Unfall passiert mit einem Fußgänger. Und entsprechend oft werden wir jetzt hier kontrollieren. Verkehrsschilder, die auf die Messung hinweisen, müssen in Südtirol in deutscher und italienischer Sprache lesbar sein. Am Kontrollpunkt ist die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt. Autofahrer dürfen auch die durchgezogene Mittellinie nicht überfahren. Grüß Gott. Führerschein, die Zulassung bitte. Danke. Wieso ich sie angehalten habe? Weil ich wahrscheinlich den älteren Herrn gerade überholt habe. Ja, kann man so sehen. Und Sie schauen, da ist eine durchgezogene Mittellinie, nicht? Der Mann war auf eine Gefahr gewesen. Ah, der Mann hält an, der bringt das Mittagessen jeden Tag. Ja, das, ich weiß. Okay. Ja, ja, aber deswegen bin ich jetzt an ihm vorbeigefahren. Das wären 42 Euro und 2 Punkte von Ihrem Führerschein. In Italien ist das vorgesehen. Also wie gesagt, es war keine Absicht. Ich hatte den Herrn jetzt einen Kilometer vor uns und deswegen haben wir dann gesagt, dass wir gehen. Ja, plus wir sind in einer geschlossenen Ortschaft, in einer 50er-Zone. Aber ich bin 42 gefahren. Kann sein. Lassen wir es bei einer mündlichen Verwarnung. Vielen Dank. Okay. Dann müssen Sie es umtauschen, dann wissen Sie schon, ja. Nö. In Deutschland auch, ja. Auch noch? Ja. Deutschland sagt mir immer, ich brauche ihn nicht, ich kann ihn noch behalten. Ich glaube, innerhalb der nächsten beiden Jahre. Ja? Informieren Sie sich mal. Wir haben das alte Foto weg. Na, deswegen ist nicht das Problem. Aber es gibt keine unbefristete Führerscheine mehr. Das ist eine EU-Richtlinie. Auch noch. Ich hatte erst mal vor kurzem gefragt, in München. Ja. Und ich sagte, Sie können so lange mit dem gelben Zettel fahren oder mit dem orangen, wie Sie wollen. Fragen Sie kurz noch mal nach, ist besser. Okay. Danke Ihnen. Wiedersehen. Vielen Dank. Bitte, Wiedersehen. Ich bin überhaupt nicht informiert über die Strafen in Italien, aber ich merke, es ist extrem streng. Extrem streng. Von daher muss ich mich wohl besser informieren. So ist es in der Tat leichtsinnig. In Italien besitzt man anders als in Deutschland 20 Punkte. Für zu schnelles Fahren muss man mindestens 3 Punkte abgeben. Telefoniert man am Steuer, verliert man sogar 5 Punkte. Sobald ein ausländischer Fahrzeuglenker in Italien eine Übertretung begeht, wo Punkte abgezogen werden, scheint dessen Führerschein im Zentralregister auf. Also sollte ein ausländischer Fahrzeuglenker alle Punkte verlieren, bekommt er ein Fahrverbot für Italien. Erwischt die Polizei einen Temposünder innerhalb von 2 Jahren mehrmals, ist der Führerschein sofort weg. Also in Italien muss eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Hinweisschilder oder auch Leuchtschriften, wie auf der Autobahn zum Beispiel, vorangekündigt werden. Ein Orts- und ein Verkehrsschild weisen auf die Begrenzung von 50 Stundenkilometern hin. Gleich dahinter zeigt das nächste Schild die Geschwindigkeitskontrollen an. Kurz danach verrät eine digitale Anzeige, wie schnell man fährt. Trotz all der Hinweise ist diese Fahrerin zu schnell unterwegs. Morgen, den Führerschein und das Auto. Sei so witzig schnell gewesen, ja? Warum? Der Kollege hat sie oben in der Kurve gemessen mit 78, da ist 50. Ja, in den letzten Moment blau gemacht, noch an die letzten. Ja, ich muss ein Protokoll schreiben. Ja. Lass mal derweil bitte den Motor schalten. Danke. Also jetzt wird ein Vorhaltungsprotokoll geschrieben. Da sieht eine Verwaltungsstrafe von 173 Euro und den Abzug von 3 Führerscheinpunkten vor. Sollte die Fahrzeuglenkerin innerhalb von 5 Tagen das Bußgeld begleichen, sind 30% Reduzierung vorgesehen.
Diese Rabattregelung hat der italienische Staat eingeführt, um schneller an das Geld zu kommen. So, in Italien gibt es eine Mindeststrafe und eine Höchststrafe, immer für dasselbe Vergehen. Es wird immer die Mindeststrafe ausgestellt und wird das Bußgeld innerhalb 5 Tagen bezahlt, bekommt der Übertreter 30% Nachlass. Okay. Sie zahlen im Büro oder auf der Bank. Okay. Und drei, online überweisen? Ja, logisch, logisch. Und 3 Punkte vom Führerschein. Das ist kein Problem, das kriegt man wieder zurück. Das Geld kriegt man nicht zurück. Okay. Dokumente? Also das ist die Kopie für Sie. Du hast die IBAN-Nummer. Okay. Ich fahre einfach gleich auf der Nummer überweisen. Und Zahlungsgrund war die Nummer für den Protokoll. Okay. Den Fall die Targa, da geht es auf Nummer sicher. Targa entspricht dem deutschen Kfz-Kennzeichen. Die Punkte schreibt das Verkehrsamt nach 2 Jahren wieder gut. Wir setzen vermehrt auf Prävention, deswegen stehen wir auch gut sichtbar direkt am Straßenrand. Und dass hier die Fahrzeuge direkt neben uns vorbeifahren mit überhöhter Geschwindigkeit, das ist schon sehr krass. Und das, obwohl die Bußgelder für Raser in Italien deutlich höher sind als in Deutschland. In Italien wird die Geschwindigkeitsübertretung gestaffelt. Die erste Stufe bedeutet ein Bußgeld von 42 Euro. Und das wäre in einer geschlossenen Ortschaft mit 50 km/h bis einschließlich 65 bezahle ich gleich viel. Ab der zweiten Stufe deiner festgestellten Geschwindigkeit von 66 bis einschließlich 95 km/h ist ein Bußgeld von 173 Euro und 3 Punkte vom Führerschein vorgesehen. Die Strafen für Lkw bei Geschwindigkeitsübertretungen sind in Italien besonders hart. Die Lkws haben bei uns 40 km/h in der Ortschaft und wenn sie sich nicht dran halten, dann zahlen die doppelt. Also bei einer normalen Übertretung in der untersten Stufe zahlen die 40 Euro mal 2, also 80 Euro. Egon Bernabé kann mit der Laserpistole Fahrzeuge in bis zu 1000 Meter Entfernung erfassen. Er misst einen italienischen Kleinlaster, der mit 69 Stundenkilometern unterwegs ist, also fast 20 zu viel. Buongiorno. Buongiorno. Patente carta di circolazione. Stiamo controllando la velocità qui. Lei stava andando a 69. Ah. Qua è zona 50. Non lo so. Chiedo scusa, ma... Lei guida anche un autocarro, lei... Non è una macchina. Ma è una discesa. Beh, ma qua c'è abita gente. Non mi fa qua. Non è che l'ho fatta apposta. No. vede? Ok, facciamo verbale al volo. Se bisogna. Diciamo che ha un po' superato il limite di 19. LKWs kontrollieren wir besonders, weil sie natürlich einen längeren Bremsweg haben und entsprechend länger bräuchten, stehen zu bleiben. Hier auf diesem Straßenabschnitt haben wir Zebrastreifen, einen Gehweg, Radweg und das geht gar nicht. Also wir müssen da wirklich streng kontrollieren. In Deutschland würde diese Geschwindigkeitsübertretung mit 80 Euro Bußgeld und 1 Punkt bestraft. In Italien weitaus mehr. Der ist jetzt 300 Euro los und 3 Punkte weniger auf dem Führerschein. Ist jetzt natürlich schon teuer. Aber ist auch ein LKW mit fast 70 in der 50er-Zone. Also ist schon gerechtfertigt.